Okay, Leute, jetzt ist es endlich soweit. Jetzt schauen wir uns einmal alle Fehler in der zweiten Staffel von Yu-Gi-Oh! An. Oder zumindest alle, die ich gefunden habe. Sind wir ehrlich, ich habe bestimmt irgendwas übersehen, aber ein einzelner Mann kann auch nur so viel finden. Und falls euch sowas nebenbei gefällt, ich habe auch so ein Video zur zweiten Staffel von Digimon genau jetzt auf meinem Digimon-Kanal hochgeladen. Also schaut doch gerne vorbei, wenn ihr Interesse daran habt. Yugi hat gerade erst einen riesigen Monolog darüber gehalten, dass jeder sein Puzzle klauen möchte und er besser darauf aufpassen muss. Aber sobald ein kompletter Fremder einmal danach fragt, gibt er es sofort ab, weil er nicht die Eier hat, Nein zu sagen. Setze mein Monster im Verteidigungsmodus. Bandit Keith sagt, er legt sein Monster im Verteidigungsmodus, aber auf dem Bildschirm ist es im Angriffsmodus. Ich spiele Fluch des Drachen im Angriffsmodus. Außerdem spiele ich Gaia Ritter der Finsternis. What the fuck? Yugi hat gerade zwei Monster auf einmal beschworen. Mit der Maschinenumwandlerfabrik kann man nicht allen Maschinenmonstern 300 Angriffs- und Verteidigungspunkte geben. Es ist eine Ausrüstungskarte, mit der ein Monster die Punkte bekommt. Jetzt kann Makio auch noch Maschinen rosten? Was kann die Karte eigentlich nicht? Dabei eine Ritualkarte zu aktivieren erfordert mehr als Gequatsche. Du musst auch die richtige Monsterkarte auf der Hand haben. Und wie sieht es damit aus? Was? Unmöglich. Wieso ist Yugi so schockiert darüber, dass Keith die Ritualkarte und das Monster auf der Hand hat? Was war mit ihm, als er den schwarzglänzenden Soldat aus dem Arsch gezogen hat? Oder als Pegasus das Opfer gespielt hat? Oder nochmal Yugi, als er gegen das Opfer den Magier des schwarzen Chaos aus dem Arsch gezogen hat? So unwahrscheinlich scheint das ja nicht zu sein. Ja, Keith hat geschummelt, um die Karte zu kriegen, aber das weiß Yugi doch nicht. Und ich dachte, Keith hat nur Maschinenkarten. Außer das eine Mal, wo er random eine andere Karte hatte, aber die war zumindest dafür da, um Metal Sword zu spielen. Also, wieso hat er jetzt plötzlich Zera in seinem Deck. Hat Marek die da reingetan? Aber wieso? Um das Deck zu verbessern? Dann gibt's doch bestimmt was Besseres als ein 2800 Beatstick ohne Effekt. Gut, er hat Bandit Keith im Königreich der Duellanten geschlagen. Aber ein Duell mit mir ist eine wesentlich größere Herausforderung. Nein, hat er nicht. Die haben sich nie duelliert. Yugi verliert nur 1100 Lebenspunkte, obwohl Zera 1300 Punkte mehr als Yugis Drache hatte. Ach, auf einmal ist Verteidigungsstopp keine permanente Karte mehr und Yugi kann seine Monster in den Verteidigungsmodus legen. Die ändern die Regeln echt immer, wie es ihnen gerade passt. Keith hatte vorher nur eine verdeckte Karte und legt zwei neue. Also müsste er drei haben, aber es werden vier angezeigt. Magische Störe muss aktiviert werden, wenn der Gegner die Zauberkarte aktiviert und nicht erst in der Runde darauf, damit man noch genug Zeit eine Extrakarte zu ziehen. Und da die magischen Hüte eine Fallenkarte sind, funktioniert das eh nicht. Ah, ich verstehe. Hätte Yugi vorhin die normalen 1300 Lebenspunkte Schaden bekommen, hätte er jetzt verloren. Schön zu sehen, dass man wieder nur durch Schummeln und nicht durch Skill gewinnen kann. Hier wird angezeigt, dass Yugi eine verdeckte Karte hat, aber die spielt er erst in der nächsten Runde. Der Zauberfall kann jetzt plötzlich Zauber auf den Gegner zurückschicken? Yugi! Extra einmal für dich, weil du anscheinend ja nicht lesen kannst. Mit der Karte kann man alle offenen Zauberkarten des Gegners zerstören. Und der Gegner bekommt für jede zerstörte Karte 500 Punkte Schaden. Lies die Karte, nutze den Effekt richtig und gewinn, weil Keith einfach nur noch 250 Lebenspunkte hat. Ich muss das Puzzle fertig kriegen. Ich bin der Einzige, der weiß, wie es gemacht wird. Yugi, ich habe jetzt leider eine traurige Wahrheit für dich. Auch wenn du das Puzzle zusammensetzt, brennt das Scheißhaus immer noch. Versuch das irgendwie loszumachen und verpiss dich, du Idiot. Oh ja, richtig klug, Leute. Schlag mit den Stangen auf den Bolzen. So löst sich die Kette bestimmt. Ishizo kann auch die Zukunft sehen. Wie konnte sie so inkompetent sein, dass Marek ihr zwei der Götterkarten gestohlen hat? Sag mir, in welchem Krankenhaus sie liegt und ich gehe dein süßes Schwesterchen allein besuchen. Du würdest uns eh nur stören. Alter, ist Serenity nicht eigentlich noch ein Kind? Ach du Kacke, die ist ja 13. Ja, garantiert Japan, ich sehe schon, was ihr da gemacht habt. Und wie alt ist genau Tristan? 17 bis 39? Was? Ist Tristan 20 Jahre lang sitzen geblieben? Also ist das mit Tristan und Serenity entweder unangenehm oder wirklich fucking unangenehm. Auf dem Poster hier sind im Japanischen eigentlich Karten. Irgendwie checke ich nicht ganz, warum man die komplett entfernt hat. Yugi ist quasi nur mit einem Tanktop und seinen BDSM-Ketten durch die Stadt gelaufen. Wo zur Hölle hat er jetzt sein Deck her? Hat er es etwa in seine Hosentasche getan? Yugi, die Karten können doch knicken! So bekommt dein First Edition Schwarzer Magier niemals eine PSA 10! Mit Metal Morph müsste der König der Musik 300 Angriffs- und Verteidigungspunkte bekommen und nicht nur 200 in Verteidigung. Der Drachenjäger kann einen Drachen auf der Stelle vernichten, wenn er vom Verteidigungs- in den Angriffsmodus wechselt. Nein, Kaiba hätte den weißen Drachen zerstören können, direkt als er den Drachenjäger beschworen hat. Ansonsten müsste er ihn Flip beschwören und nicht einfach die Kampfposition ändern. Zaubereffekt. Ruft zwei Drachen vom Deck auf das Feld. Mit der Drachenflöte kann man zwar zwei Drachen beschwören, aber nur aus der Hand und nicht aus dem Deck. Er war dicht dran, meine mächtige Bestie zu vernichten.
Aber letztendlich konnte nicht mal Yugi meinen blauäugigen Ultradrachen besiegen. Junge, der hat den wortwörtlich zerfetzt. Zugegeben, mit extrem vielen dummen Zügen, die er sich aus dem Arsch gezogen hat, aber zerfetzt hat er ihn trotzdem. Der hat den nur nicht komplett zerstört, weil du gedroht hast, dich umzubringen. Also tu mal nicht so, als wäre es so eine tolle Leistung, den Ultradrachen zu besiegen. Der ist eh nur ein riesiger Beatstick. Zwar der Beatstick meiner Träume, aber am Ende immer noch nur ein Beatstick. Ach ja. Die Götterkarten mit den ikonischen Karten in Yu-Gi-Oh! Und die Karten, die im Anime jedes Mal random neue Effekte dazu bekommen. Junge, ein Super Saiyajin in Yu-Gi-Oh! Geil! Also, der Raritätenjäger gibt Joey eine Dual Disc, damit sie ihm den Rotaugen im Duell abnehmen können. Aber das sind doch Kriminelle. Verprügelt den doch einfach und klaut dem die Karte. Das machen die doch eh nach seiner Niederlage. Oder wollten die bloß flexen, Joey zeigen, wie kacke er ist und ihn dann die Fresse polieren? Kann ich respektieren. Joey spielt seine Sündenböcke einfach in der Monsterzone. Der Junge lernt es nie. Ja, das hast du richtig erkannt. Die einzelnen Teile von Exodia sind extrem selten und nur schwer zu kriegen. Was labert ihr da? Irgendwelche Randos hatten die Teile im Königreich der Duellanten. Dich gibt's safe in jedem Booster als Common. Erinnert ihr euch noch an die emotionale Szene, in der Tristan Joey am Strand findet und ihm Vernunft einprügelt, weil er mit seiner Schwester sein sollte, um sie zu unterstützen? Ach nee, das wurde bei uns ja gecuttet. Wir hatten was viel Besseres. Der Junge muss doch hier irgendwo sein. Wir haben wirklich überall gesucht, Yugi. Hey, seht mal, wen ich hier habe! Echtes Meisterwerk. Jetzt, wo immer wieder die Rede davon ist, dass Yami der Pharao aus dem 5000 Jahre alten Ägypten ist, einfach mal so reingeworfen. Im Japanischen waren das eigentlich 3000 Jahre. Kein Plan, wo man das geändert hat. Fand da jemand die Zahl 5 cooler als 3? Was passiert eigentlich, wenn man 6-mal die gleiche Lokalisierungskarte gewinnt? Die soll eine Karte der Stadt ergeben, um den Standort des Finales zu zeigen. Aber wenn man Pech hat, zeigt die Karte einfach nur den Ort vom nächsten Burger King an. Da muss man dann um den Titel des Königs der Burger spielen. Das würde ich gucken. Yo, der zweiköpfige Donner Drache. Save ist der ein Fan von Forbidden Memories. So gut, die Karte. Baphomet erlaubt es einem nur Gazelle, der Hand zuzufügen und nicht ihn zu rufen. Ist euch klar, dass Yugi im Japanischen von sich aus nicht wollte, dass Joey ihm sagt, dass der Rare Hunter Exodia im Deck hat? Er fand das unfair. Im Deutschen droht der Raritätenjäger aber, Joeys Rotauge zu zerreißen. Ja, das macht den Raritätenjäger böser, aber Yugi auch weniger edel. Ich verstehe immer noch nicht, warum eine Regel von Battle City ist, dass Fusionsmonster nicht in dem Zug angreifen dürfen, in dem sie beschworen wurden. Damit schwächt Kaiba doch bloß seinen eigenen Ultradrachen. Er muss sich ins System eingehackt und selbst eingetragen haben. So, was ist verboten? Er nennt sich Rare Hunter, ein Raritätenjäger. Ah ja, die guten Mitglieder der geheimen illegalen Organisation, die als ihren Namen den der Organisation eintragen. Niemand würde vermuten, dass er ein Teil davon ist. Genau die Karte, die ich brauche. Es ist das letzte Stück des Puzzles, der linke Arm der Exodia. Der Raritätenjäger denkt, er gewinnt, wenn er in der nächsten Runde den linken Arm der Exodia zieht. Aber er hat schon längst den linken Arm auf der Hand. Perfekt, damit kann er dann Exodia die Behinderte rufen. Yugi aktiviert hier einfach seine Lichtschwertkarte aus der Hand, aber das ist eine Fallenkarte. Und ist nicht so, als ob das im Japanischen eine Zauberkarte war. Hä? Der Raritätenjäger hat buchstäblich alle Exodia-Teile in der Hand. Aber der Anime tut so, als würde ihm einfach noch ein Teil fehlen. Junge, der hat gewonnen. What the fuck? Der Beauftragte der Dämonen kann nicht einfach den Angriff vom Magnetkrieger erhöhen. Das sind beides einfach normale Monster. Wofür hat der Raritätenjäger den schwarzen Rotaugendrachen in sein Deck getan? Das ist doch einfach nur ein fetter Brick in seinem Exodia-Deck. Und der Beckenstoß. Regel Nummer 1 in Joey Wheelers Regelbuch ist, schrecke niemals vor irgendeiner Herausforderung zurück. Regel 2, such dir immer Gegner mit verrückten Duelltechniken aus. Regel Nummer 3, wenn du deine Karten nicht spielen kannst, mal sie einfach anders an, damit deine Gegner nichts checken. Joey hat doch gestern erst gegen die Raritätenjäger gespielt und seinen Rotaugen beschworen. Wie konnte er einen Tag später die Opferregel schon wieder vergessen? Ach so, weil sie schummeln, sind sie im Turnier so weit gekommen. Aber ich bin mir sicher, dass Joey diese Typen besiegen wird. Dein Vertrauen ist ja schön und gut, Yugi. Aber die Typen, die schummeln, sind neben dir. Ein Vorschlag von mir. Halt sie einfach auf! Joey hat angeblich herausgefunden, dass Parober schummelt, weil er meinte, Joey hätte einen zweiten Engelswürfel gezogen. Aber eigentlich hatte er einen Teufelswürfel auf der Hand. Aber in der Szene davor war es wirklich ein Engelswürfel. Nutzt Joey etwa wieder seine legendäre Regel Nummer 3? Im Japanischen war der Teufelswürfel auch eine Zauberkarte, aber in der westlichen Version wurde es zu einer Fallenkarte abgeändert, was richtig ist. Engelswürfel und Teufelswürfel multiplizieren oder teilen auch nicht die Angriffspunkte der Monster, je nach gewürfelter Zahl. Sie lassen die Angriffspunkte sinken oder steigen in 100er Schritten, je nachdem, was gewürfelt wurde. Der Effekt von Engelswürfel hält auch nur eine Runde. Der Schwertkämpfer müsste wieder 500 Angriffspunkte haben. Gedankenkontrolle ist eine Zauberkarte und keine Fallenkarte. Außerdem hält der Effekt nur bis zum Ende der Runde. Sobald Joey seinen Zug also beendet, kriegt er sein Monster wieder.
Und man darf das Monster auch nicht als Tribut anbieten. Nix mit Jinzo, mein Freund. Jinzo zerstört auch nicht einfach verdeckte Fallenkarten. Man kann sie nur nicht mehr aktivieren. Verstärk erhöht nicht die Angriffspunkte von Jinzo. Genauso erhält Jinzo auch nicht jede Runde weitere 300 Angriffspunkte, sondern sorgt nur dafür, dass man jetzt selbst wieder Fallen nutzen kann. Joey ruft auch schön wieder den Babydrachen und den Zeitzauberer in einer Runde. Profispieler hassen diesen Trick. Mein Monster wurde aus einer speziellen Titanguss-Legierung hergestellt. Ein Metall, das garantiert 10.000 Jahre lang weder altert, rostet noch korrodiert. Ja, nee, die Karte ist im Arsch. Bei der Roulette-Spinne muss man eigentlich einen sechsseitigen Würfel werfen und das Bezahlen der Hälfte der Lebenspunkte ist keine Voraussetzung, die Karte zu aktivieren, sondern eine mögliche Folge des Würfelwurfs. Die waren doch gerade auf dem Dach. Wie sind die so schnell dahin gekommen? Es wird Zeit, dir etwas Respekt beizubringen. Ah, das ist ja der Wahnsinn! Was sollen diese ultra krassen Karten? Tut mir leid, aber haben wir den gleichen Alligatorschwert in diesem Koffer gesehen? Der Typ hat in seiner ersten Runde nur 4 Karten in der Hand und zieht in seiner Draw-Phase erst seine 5. Ich glaube, der war wirklich einfach nur blind. Ich spiele Obelisk, den Peiniger! Attacke! Hä? Ist das ja auf einmal wieder das Königreich der Duellanten oder wie? Kaiba hat einfach Obelisk in der ersten Runde gerufen, ohne was zu opfern. Nein, Barik, nimm die Karte nicht aus dem Toploader. Denk doch einmal jemand an das Grading. Das Grading. Armes Jugilein, ich weiß, es ist schwer für dich, dir deine Lieblingskarte im Deck eines anderen Duellanten vorzustellen. Bin ich der Einzige, der es extrem lustig findet, die Stimme von SpongeBob zu hören, wie er versucht, den Pharao zu bedrohen? Hat die gleichen Vibes, wie als der Sprecher ursprünglich die Stimme von Vegeta war. Ich bin ein Saiyajin erster Klasse, der größte Krieger meines Volkes. Diese Kettensägen bringen einen nicht ins Reich der Schatten. Das existiert ja eigentlich nicht mal in der originalen Serie. Dem Verlierer werden einfach nur die Beine abgehackt. Jetzt schneidet Arcane auch noch den Rand seiner Karten? In dieser Serie hat echt noch keiner was von Vintage-Karten gehört. So viel Geld, wie die gerade aus dem Fenster schmeißen, ist einfach nur traurig. Wieso wissen die nicht, dass Karten nicht zum Spielen, sondern nur zum ewigen Konservieren in Plastik da sind, damit sich irgendwelche Idioten, die nichts anderes in ihrem Leben haben, geil fühlen können, weil sie ein bisschen Pappe in ihrem Schrank stehen haben? Das ist ein Lebensstil, habt ihr verstanden? Yugi legt angeblich eine verdeckte Karte ab, aber man sieht auf seiner Dual Disc, dass es sein Alpha ist, den er erst danach spielt. What the fuck? Arcane hatte den geflügelten Drachen des Ra in seiner Hand. Cool, dass Yugi die Karte einfach schon in dem Duell hier gewinnen kann. Jetzt hat er auch noch Obelisk in seiner Hand. Junge, von wegen allmächtige und seltene Götterkarten. Um den Effekt von dunkler Erneuerung zu aktivieren, muss man ein Hexermonster opfern. Die mystische Tomate ist kein Hexer. Verabschiede dich von deinem schwarzen Magier, Yugi. Die mystische Guillotine ist eine Fallenkarte und diese kann man nur aktivieren, wenn ein gegnerisches Monster in die Verteidigung gewechselt wird, wodurch man alle Monsterverteidigung zerstören kann. Mit den 1000 Messern kann man zwar ein gegnerisches Monster zerstören, aber nicht, wenn es unter den Zauberhüten liegt. Die haben kein Auto-Aim wie der kleine Jimmy im Keller seiner Eltern in seiner super wichtigen Runde Fortnite. Stop using a fucking drum gun, you can't! Fucking bitch. Ruf der Finsternis ist keine echte Karte. Wow. Das hatten wir jetzt echt lange nicht mehr. Fälschen viel weniger Leute ihre Karten. Sie nutzen sie einfach nur komplett falsch. Damit hast du nicht gerechnet, der mystische Schiedsrichter! Diese Fallenkarte paralysiert die dunkle Macht deiner Zauberkarte und verschont mein Monster. Das ist der mystische Spiegel. Der paralysiert keine Zauberkarte, sondern lenkt den Effekt um. Auch Albtraumketten ist keine echte Karte. Aber hey, gleich 2 gefälschte Karten in einem Duell. Hast du einen Lauf, Arcana? Die Puppe des Untergangs hat jedoch 5 Sterne. Arcana muss was opfern, um die Karte zu rufen. Und die Karte hat in echt auch nur 4 Sterne. Und auch im Japanischen. Kein Plan, was hier passiert ist. Arcana hat sein Monster gerade mit Ektoplasma geopfert. Aber hier ist es noch auf der Dual Disc. Außerdem aktiviert sie Ektoplasma am Ende der Runde. Und der Zugspieler muss sogar ein eigenes Monster opfern, wenn er eines hat. Arcana kann nicht einfach beide Monster opfern, um Yugi Schaden zuzufügen. Okay. Was ist das hier für ein absoluter Schwachsinn? Erstens kann sich der Magier von Yugi nicht einfach selbstständig opfern, das Ding ist ein Hologramm. Zweitens kann nur der Zugspieler Ektoplasma nutzen. Und drittens, selbst wenn nicht, kann man nicht einfach den Effekt mit seinem eigenen Opfer abblocken. Das ist kein Angriff, sondern Burn-Schaden. Nein, ich spiele ein weiteres Monster verdeckt. Das war eine Falle, kein Monster. Schattengleichgewicht ist auch keine echte Karte. Yugi kann nicht den schwarzen Magievorhang von Arcana nutzen, um das schwarze Magier-Mädchen zu beschwören. Das ist nicht seine Karte. Du hättest dir die Regeln besser durchlesen sollen. Seine magische Kraft steht beiden Duellanten zur Verfügung. Junge, halt die Schnauze! Lies du erstmal die Regeln, Mister. Alle Karten meines Gegners kann ich auch nutzen. Und selbst wenn, sagt die Karte, dass man einen schwarzen Magier beschwören kann. Nicht das schwarze Magier-Mädchen. Aha, was sehe ich denn da? Das ist doch eine Kreissäge. So geht es aber nicht. Das dürfen die Kinder doch nicht sehen. Da hat wohl jemand seinen Job nicht richtig gemacht. Der muss gefeuert werden. Das ist ja eine popelige Kuribo-Karte. Die hat inzwischen jeder Trottel. In welcher Welt sieht das aus wie Kuribo? Warum zur Hölle klingt der Schwertkämpfer von Lannister wie ein Bär? Modus.
Rücksichtsloser Parasit ist keine echte Karte. Die ganze Taktik von Weaver mit den Parasiten war super unnötig. Die Karte hätte sich eh automatisch mit dem Flip-Effekt in das Deck von Joey gemischt und sobald er die Karte zieht, ausgespielt. Und Joey hätte 1000 Lebenspunkte verlieren müssen, wenn die Parasitenkarte gespielt wird. Die tun ja auch so, als könnten die infizierten Monster nicht geopfert werden, aber das ist Schwachsinn. Klar geht das. Mit dem Insektenspray werden Insektenmonster auf dem Feld zerstört, also auch die von Joey und nicht nur die Hüpfmate von Weevil. Wenn die Jungen aus den Eiern schlüpfen, habe ich eine ganze Insektenarmee. Aus den Eiern der Insektenkönigin können auch keine Monster schlüpfen. Das sind einfach nur Spielmarken mit 100 Angriffs- und Verteidigungspunkten. Die werden nebenbei auch automatisch im Angriffsmodus beschworen, aber Weevil ändert die niemals in die Verteidigung. Das ist ziemlich dämlich. Weevil ruft dir ein Monster, damit er es opfern kann, um mit der Insektenkönigin anzugreifen, aber die nutzen einfach nochmal die Szene, wie sie Legul frisst. Da hatte wohl jemand keinen Bock zu animieren. Yo, da fallen mal kurz Weevils Lebenspunkte auf null. Nicer Sieg, Joey. Joey hat nur den Parasiten auf dem Feld. Was soll diese offene, querliegende Karte sein? Ein Monster ist das nicht und garantiert keine Zauber- oder Fallenkarte. Gerfried kann nur nicht mit Karten ausgerüstet werden. Aber da die Parasitenkarte nicht als Ausrüstungskarte zählt, sondern nur die Eigenschaft der Karten auf dem Feld ändert, hätte auch Gerfried seine Insektenkarte werden müssen. Joey zerstört eine der Insektenspielmarken, aber es wird nicht gezeigt, wie viele Lebenspunkte verliert. Die waren wie gesagt im Angriffsmodus. Der Ameisensoldat ist keine echte Karte. Was ist jetzt los? Ich erklär's dir. Diese Karte nimmt einen Ameisensoldaten und macht aus ihm eine Armee von 10 Soldaten, solange ich am Zug bin. Mit der Vervierfältigung von Ameisenkarte kriegt man 2 Insektenspielmarken und nicht einfach 10 Monster. Was soll das für eine Scheiße bei 5 Monsterzonen? Zuerst hatte Odion diese Stimme bei Marek. Ihr wollt euch also selbst mit Kaiba duellieren? Jetzt aber diese. Ist es soweit? Der Schweigsame wartet. Ich glaube, Forkitz hat nicht gecheckt, dass das am Anfang Odion bei Marek war. Marek spielt ja einfach die Defusion, um seine Monster zu fusionieren. Turnierspieler hassen auch diesen Trick. Im Japanischen war die Karte nebenbei richtig. Keine Ahnung, wie man das verkackt hat. Blitzangriff ist keine echte Karte. Bei der kann ich aber verstehen, warum sie existiert, da Fusionsmonster in Battle City nicht in der Runde angreifen dürfen, in der sie beschworen wurden. Also, lass ich das nochmal durchgehen. Wenn der Wiederbelebungsschleim zerstört wird, muss man 1000 Lebenspunkte zahlen, damit er wieder zurückkommt und dann auch nur während der nächsten Standby-Phase. Mareks Plan ist damit vollkommen im Arsch. Den Regeln nach musst du 3 Schleimfiguren opfern, um eine ägyptische Götterkarte aufzurufen. Woher zur Hölle weiß Yugi das? Bis gestern hat er noch nie was von den ägyptischen Götterkarten gehört, hat noch nie eine gesehen und weiß doch auch gar nicht, welches Level die haben. Stand das zufällig auf Google oder wie? Durch die Jam-Brutmaschine kann man auch keine weiteren Monster außer die Schleimspielmarken beschwören. Man könnte Monster nur setzen. Das heißt, Marek könnte die Spielmarken nicht mal opfern, um Slifer zu rufen. Die Lösung ist es halt, direkt die ganze Brutmaschine und damit auch die Karte zu opfern. Aber Marek kann nicht einfach eine Zauberkarte für Slifer opfern. Slifer ist ein göttliches Ungeheuer und eigentlich kein richtiger Drache, auch wenn die Götterkarten in einigen Spielen und anderen Medien auch gerne mal als was anderes als göttliche Ungeheuer bezeichnet werden. Die echte Karte ist trotzdem kein Drache. Deswegen sollten Wasserbladers Angriffspunkte auch nicht erhöht werden. Yugi beschwört Kuribo und Slifer's Effekt aktiviert sich nicht, obwohl Kuribo dadurch hätte zerstört werden müssen. Marek hat Yugi angegriffen und Slifer hatte weniger Angriffspunkte als der Busterblader. Marek kann nicht einfach den Wiederbelebungsschleim nutzen, um den Angriff somit abzuwehren. Das geht nur, wenn Yugi selbst angegriffen hätte. Karte der sicheren Rückkehr? Diese äußerst seltene Zauberkarte erlaubt mir jedes Mal 3 neue Karten zu ziehen, wenn sich Jam Abwehr neu formiert. Junge, übertreibt halt. Mit der Karte der sicheren Wiederkehr darf man eine Karte ziehen, wenn ein Monster spezial beschworen wird. Nicht 3. Ey, wenn das echt wäre, scheiß mal auf Topf der Gier. Jeder Spieler dürfte bei den heutigen Karten sein ganzes Deck ziehen. Auf Strings Dual Disc einfach der Albtraumkäfig anstatt Slifer abgebildet. Sehen ja auch fast gleich aus, die beiden Karten. Mit dem Wiederbelebungsschleim kann man auch nicht einfach Effektschaden von zum Beispiel dem magischen Zylinder abwehren. Ey, die Karte wird echt für jeden Scheiß missbraucht. Seit wann fällst du vor einem Rivalen auf die Knie? Tu ich nicht. Ja, doch. Tust du? Oder willst du mir jetzt sagen, du hast nur den Schnürsenkel gebunden? Ich denke, ich muss nicht erklären, auf wie vielen Leveln die Strategie von Yugi keinen Sinn macht, den Wiederbelebungsschleim mit Gehirnkontrolle zu beherrschen, bevor er sich selbst wieder aufs Feld gebracht hat. Das klappt alles nicht. Aber gewöhn dich nicht zu sehr an den Teufelsdrachen, denn mein Bruder hat schon ein Auge auf ihn geworfen. Das ist der Himmelsdrache, Mokuba. Du warst doch beim Duell dabei. Wie kannst du den Namen schon wieder vergessen haben? Die Raritätenjäger haben ihre Monster in verdeckter Verteidigungsposition gespielt. Doch bei dem einen ist die Karte in offener Verteidigung. Und beim anderen ist es einfach eine scheiß Riesentrunade. Obelisk kann eigentlich gar nicht angreifen, wenn er seinen Effekt nutzt, um die Monster des Gegners zu zerstören. Und selbst wenn, haben die Raritätenjäger beide jeweils 4000 Lebenspunkte. Obelisk darf nicht einfach beide in einem Zug angreifen. Die Parasitenkarte hat einen Flip-Effekt. Joey hat das hier richtig gespielt. Im Japanischen hat Joey die Karte sogar gelesen und gesehen, dass es ein Flip-Effekt ist. Aber die tun so, als müsste das Monster überleben, wenn es geflippt wird.
Das ist falsch. Na gut, ich setze ebenfalls ein Monster verdeckt und beende damit meinen Zug. Warum sagen alle, die würden Monster spielen? Das ist immer noch eine Falle. Sind jetzt alle farbenblind und nicht nur Joey oder was? Und reißender Tribut zerstört alle Monster auf dem Feld. Nicht nur die von Joey. Einfach die Falle auf der Monsterzone von Marco. Der hat ja echt gedacht, dass der ein Monster spielt. Die Elfenbox versteckt nicht den Alligator. Man muss eine Münze werfen und wenn man falsch liegt, sinken die Angriffspunkte des Monsters auf null. Im Japanischen wurde die Karte auch als Zauberkarte gezeigt, was falsch ist. Also hat 4Kids die Karte mal wieder richtig geändert. Nach dem Angriff zieht Marco einfach eine neue Karte. Einfach Joeys Runde übersprungen. Stark. Und mit Umi kann man garantiert nicht die Monster überschwemmen, sodass sie nicht mehr atmen können. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Joey zu applaudieren. Zum allerersten Mal hatte ein Fusionsmonster richtig beschworen. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich diesen Tag noch erleben werde. Bravo, Junge. Bravo. Hier kommt Meerestarnung 2, der legendäre Fischer. Das klingt einfach wie der Nachfolgertitel eines richtig schlechten Hai-Films. Energiedrainage ist keine echte Karte. Also eines muss ich 4Kids echt sagen. Sie haben sich die lustigsten Zensurversuche überhaupt ausgedacht. Marcos Vater ist gestorben und er hat sein Grab auf einem Hügel errichtet. Ah, ich weiß. Wir sagen, sein Vater hat ein Rettungsboot genommen und er hat ein Denkmal errichtet, damit sein Vater den Weg zurückfindet. Das wird niemals jemand merken. Tja. Pech für euch. Hättet ihr mal daran gedacht, dass ein dummer Nerd ohne Leben viel zu viel Zeit darin investiert, jeden Schwachsinn über eure Serie auszustellen und dafür sowohl die deutsche wie auch die japanische Version guckt. Amateure. Rückkehr der Verdammten. Sie holt eins meiner Monster zurück und versteckt es unter Wasser. Mit Rückkehr der Verdammten kann sich Marco eines seiner Monster zurück auf die Hand holen und nicht einfach neu beschwören. Heilige Scheiße! Joey hat die Riesentrunade in seinem Deck. Wie kommt denn er an so eine extrem gute Karte? Toll, dass Marco Joey zwei seiner seltensten Karten gibt, aber was zur Hölle soll ihn denn der Rüstungswahl bringen, wenn er nicht die Ritualzauberkarte hat? Ah ja. Wieder mal ein schöner Cut, um nicht zu zeigen, wie Joey einen Raritätenjäger schlägt. Haben die Schreiber dieser Serie eigentlich keine bessere Idee, als Mokuba in jedem verdammten Arc entführen zu lassen? Das Königreich der Duellanten, der Filler Virtual Reality Arc. Und jetzt auch noch hier. Das wird doch nicht das letzte Mal bleiben, wo Mokuba entführt wird. Und ja, ich meine explizit die Schreiber des Anime. Weil im Manga haben die Raritätenjäger einfach Yugi und Kaiba damit gelockt, dass sie ein Schloss in ihrer Duel Disc befestigt haben, weil es tatsächlich extrem faul wäre, das gleiche immer wieder zu tun. Wenn eure Lebenspunkte bei Null angelangt sind, wird sich der Boden unter euren Füßen öffnen und einen Vortex bis ins Reich der Schatten öffnen. Ach ja, wieder einmal ist das Reich der Schatten da, um den Kindern ja nicht zu sagen, dass der Verlierer des Duells das Hochhaus hinunterfallen wird und dann stirbt. Dann nur eine Frage, was soll dann der Fallschirm bringen, wenn man sowieso ins Reich der Schatten fällt? Macht dann nicht mehr ganz so viel Sinn, was? Wieso zur Hölle rufen die Raritätenjäger im Monsterverteidigung, wenn sie mit der Zauberkarte den Angriffswert steigern? Dann spielt es doch auch im Angriffsmodus. Maske der Brutalität senkt zudem noch die Verteidigung um 1000 Punkte, also wäre das noch umso dümmer. Und die Raritätenjäger müssen jede Runde 1000 Lebenspunkte zahlen, sonst wird die Karte zerstört. Maskierte Puppe ist keine echte Karte. Ich weiß, dass die Gegner Yugis Monster mit der Maske der Verfluchten ausgerüstet haben. Das heißt aber nicht, dass sie auf einmal das Monster auf Yugis Feld ist. Ich spiele eine Karte verdeckt. Außerdem rufe ich Kuribo im Verteidigungsmodus an. Ja, da hat wohl jemand ein bisschen falsch rum animiert. Ey, der Ring der Zerstörung mit den tödlichen Kirschtomaten. Granaten wären ja zu traumatisch für die Kinder gewesen. Fluchtransfer ist keine echte Karte. Genauso wie Zaubertransfer. Sie wird eine multiplizierende Zauberkarte bedecken und ihre Wirkung aufheben. Durch die Maske der Furcht werden die Effekte von offenen Zauberkarten nicht annulliert. Der Spieler, der die Karte kontrolliert, bekommt nur jede Runde 500 Punkte Schaden. Maske der Unbezwingbarkeit ist keine echte Karte. Genauso wie Kartentausch. Mann. In dem Duell wollte man aber wirklich wieder schön viele Fake-Karten einbauen. Denn auch Maskerade ist keine echte Karte. Weil Kyurin ist kein Fusionsmonster, also kann Yugi diese auch nicht einfach mit Defusion wieder trennen. Falsch! Deine Maske hindert mich nur daran, eigene Monster zu opfern. Aber ich habe die Absicht, stattdessen deine Monster zu opfern, Loomis. Nein! Generell kann kein Spieler Monster opfern, egal auf welchem Feld die liegen. Und noch viel wichtiger, darf man mit Seelentausch nur ein Monster des Gegners wählen und nicht so viele, wie man möchte. Des Weiteren darf man im Zug nicht angreifen, also hat Kaiba hier so ziemlich alles falsch gemacht. Was? Wieso steigen plötzlich Obelisk Angriffspunkte? Was ist denn jetzt los? Ich hoffe, du hast Hunger. Ich habe jede Menge Leckereien mitgebracht. Wie wär's mit dem Cheeseburger und Pommes frites? Oh ja, das sieht eindeutig wie ein Cheeseburger aus. Genauso wie der Donut aus Pokémon. Ernsthaft? Eine Recap-Folge mitten in der Staffel? Nein, danke. Überspringen. Das bedeutet also, der Verlierer dieses Duells wird im Meer versenkt, während sich der Gewinner im letzten Moment befreien kann, ja? Es ist so merkwürdig, dass alles mit dem Reich der Schatten zensiert wird, aber jetzt sagen die einfach, jo, der Verlierer wird im Meer ertränkt.
Geilo. Wenn es innerhalb von 60 Minuten keinen Sieger gibt, fällt der Anker automatisch und schickt euch beide auf den Meeresgrund. Mari sagt, Yugi hat nur 60 Minuten für das Duell, bevor der Anker fällt, aber eigentlich sind es nur 40 Minuten. Das hier ist in keiner Version, egal im Deutschen oder im Japanischen, ein Schattenspiel. Die Magie der Millenniumsgegenstände wird nicht benutzt. Das sind dann doch alles einfach nur Hologramme. Wie kann dann Yugi durch eine Schockwelle seine Jacke verlieren und körperlich fast am Ende sein? Verschleiß ist auch keine echte Karte. Um den Meteor der Zerstörung zu aktivieren, muss der Gegner eigentlich 3000 Lebenspunkte oder mehr haben. Yugi kann den Angriff mit seinem Magietransfer auch nicht einfach auf sich selbst zurücklenken. Meteor der Zerstörung hat noch eine weitere Wirkung. Da Yugi ein Monster auf dem Feld hat, kann ich es zwingen, mich anzugreifen. Nein, den Effekt hat die Karte garantiert nicht. Und selbst wenn, Yugi hat verloren. Das Duell ist vorbei. Der Drache kann Joey nicht mehr angreifen. Der schwarze Rotaugendrache hatte auch nur noch 900 Angriffspunkte und Joey hatte 1100 Lebenspunkte. Das heißt, Joey hätte so oder so überlebt und der Schlüsselkasten von Yugi kann sich so gar nicht öffnen. Wäre ja auch zu einfach gewesen, Yugis Gilferbiest angreifen zu lassen. Seht ihr, wie sich Joey hier die Wange hält? Hier wurde halt wieder was richtig Schlimmes zensiert. Und zwar, wie Mai Joey eine geklatscht hat. Absolut barbarisch. In dieser Staffel passiert sowas aber irgendwie ziemlich häufig. Durch das seichte Grab kann man die Monster nur in verdeckter Verteidigungsposition vom Friedhof beschwören. Spirituelles Medium ist keine echte Karte. Bakura aktiviert hier Ektoplasma. Ist ja okay. Aber er spielt die Karte einfach in seinem Feld für die Spielfeldzauber. Genauso wie es diesen Typen hier nicht im Manga gibt und der einfach nur Filler im Anime ist, ist auch so ziemlich jede einzelne von diesen lächerlichen Ninja-Karten nicht echt. Wenn die amazonische Schwertkämpferin im Kampf besiegt wird, müsste Mais Gegner eigentlich den Kampfschaden erhalten, der entsteht. Aber irgendwie bekommt hier keiner von beiden Schaden. Und das gleiche passiert auch, als die Harpien von Mai die anderen Ninjas zerstören. Sie hatte das Duell eigentlich schon gewonnen. Hör zu, Alter, mein Name ist Joe. Joey kennt seinen eigenen Namen genauso wenig, wie er die Effekte seiner Karten kennt. Das überrascht mich ehrlich gesagt kein bisschen. Auch Grabarm ist keine echte Karte. Einfach illegaler Frauenhandel in Yu-Gi-Oh! Alles klar. Auf dem Artwork der finsteren Todesangst kann man sehen, dass es ein Baby trägt, aber auf dem Feld ist da einfach keins. Da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben, das bei uns im Westen zu retuschieren. Kann ich aber auch verstehen. Babys sind eindeutig der Albtraum aller Männer. Ja, ihr habt richtig gehört. Ihr seid der echte Grund, warum euer Vater euch verlassen hat. Tut mir leid, dass ihr es so erfahren musstet. Bakura legt seine finstere Zuflucht einfach in Yugis Zug, nachdem seiner finsteren Todesangst besiegt wurde, obwohl er hätte warten müssen. Und wenn die finstere Todesangst besiegt wird, kann man die Kontrolle eines der gegnerischen Monster übernehmen. Irgendwie haben die daraus so einen Kombi-Effekt mit der finsteren Zuflucht gemacht. Für den Effekt der finsteren Zuflucht muss man eigentlich auch eine Münze werfen und muss auch nicht jede Runde ein Monster opfern, um die Karte zu behalten. Außerdem bekommt man nicht so viele Lebenspunkte dazu, wie der Gegner halt Schaden bekommen hat. Oh nein, nicht das Wort Death! Sowas dürfen Kinder doch nicht sehen, geschweige denn hören. Das ist ja fast so schlimm wie Babys. Bakura spielt gerade eine Fallenkarte in seiner Monsterzone. Im Deutschen sagt er auch, es wäre ein Monster, obwohl er das eigentliche Monster erst danach beschwört. Gut aufgepasst, Yugi. Trotzdem, solange finstere Zuflucht aktiv ist, kann ich mehr als 5 Zauberkarten spielen. Was für ein absoluter Schwachsinn. Das macht die Karte garantiert nicht. War das ja der Vorreiter für das Siegel von Orichalcos, wodurch man irgendwie 20 Monster gleichzeitig oder so kontrollieren durfte? Da die finstere Zuflucht nichts mit der finsteren Todesangst zu tun hat, wird die Karte auch nicht zerstört, wenn Yugi Bakuras Monster aus dem Friedhof holt. Das wird dir nicht weiterhelfen. Ich habe hier nämlich noch meine verdeckte Karte, den finsteren Geist der Stille. Da verrät Bakura einfach seine verdeckte Karte. Wie blöd ist der Mann? Ernsthaft? Diese kleine Minikampfszene schneiden die auch raus? Das sieht so dumm aus bei uns, wie Tristan erst auf der einen Seite steht und plötzlich woanders, weil die das geschnitten haben. Es fühlt sich so unglaublich falsch an zu sehen, wie Obelisk einen Laser aus seinem Maul schießt. Raunschleifer ja, aber bitte nicht bei Obelisk. Yugi hat halt einfach das Ritual für das Opfer in seinem Deck. Einfach vom Pegasus geklaut, nachdem Bakura den ins Krankenhaus befördert hat. Und der Cyberkrug ist keine Zauberkarte, sondern ein Monster, was im Japanischen nebenbei auch war. Abrechnung von Anubis kann man eigentlich nur aktivieren, wenn der Gegner mit einer Zauberkarte die Zauber- oder Fallenkarte zerstören würde. Die Riesentronade schickt die Karten allerdings nur wieder auf die Hand, also würde das nicht gehen. Außerdem kann Odion dann nur ein Monster von Joey wählen und zerstören und nicht einfach alle. Joey würde auch halt genau die Angriffspunkte von dem Monster verlieren und nicht nur die Hälfte. Das sieht so scheiße aus, wie man die 5. Fallenkarte in einer anderen Reihe platziert hat. Dachten die Animateure echt, das sieht besser aus, als sie einfach nebeneinander zu platzieren? Auge des Uyad ist keine echte Karte. Mit dem törichten Begräbnis kann Joey eine Karte aus seinem Deck auf seinen Friedhof tun. Nicht auf den Friedhof des Gegners. Das klingt wie ein maximal dämlicher Effekt. Das machen die halt, damit er die Karte mit Grabräuber stehlen kann. Was auch komplett lächerlich ist, weil er damit Jinzo zurückholt.
ein Monster. Und Grabräuber kann immer noch nur Zauberkarten wählen. Diese ägyptischen Karten von Odion existieren nebenbei beide nicht. Dummerweise hatten viele meiner gehorsamen Diener Probleme mit diesen Karten. Denn nicht jeder kann die außergewöhnliche Macht eines ägyptischen Göttermonsters beherrschen. Wie dumm ist Marek eigentlich? Keiner seiner Raritätenjäger konnte die Kopie von Ra kontrollieren. Aber trotzdem gibt er sie Odion, weil er meint, ja, du kriegst das schon hin, Bruder. Mach dir keinen Stress. Er hatte noch kein erfolgreiches Experiment. Das ist so dumm. Serke, der hält nur 500 Angriffspunkte jedes Mal, wenn er ein Monster zerstört. Und nicht die Hälfte der Angriffspunkte des zerstörten Monsters. Odion versucht den Japanischen, den bei Marek umzubringen als Kind, weil er neidisch ist. Man wusste zwar im Deutschen, dass er sauer auf Marek war, weil er seine Rolle als Grabwächter einnehmen wollte, aber der Mordversuch zeigt das echt nochmal klarer. Ich will, dass du ihn mit der ägyptischen Götterkarte vernichtest. Spiel den geflügelten Drachen des Ra. Ey, Odion hätte hier gewonnen. Lass den Typen doch angreifen. Marek ist so scheiße dämlich. Nur deswegen hat er die gefälschte Karte von Ra beschworen und dadurch verloren. Und Odion hat doch einfach den Angriff mit seinem Monster abgebrochen, worauf jeder von den anderen Gegnern der Serie extrem neidisch wäre. Weil die wollten das auch tun, als Yugi da so eine Fallenkarte aktiviert hat. Aber da durften sie das einfach nicht. Aber das heißt ja, dass Odion in der Battle Phase war. Dann will er sein Monster für Ra opfern und nochmal angreifen. Das ist das Königreich der Duellanten 2.0. Der geflügelte Drache des Ra widersetzt dich. Wie ist das möglich? Meine Raritätenjäger haben die Kartenkopien doch getestet. Ja, und sie haben alle versagt. Wieso sollte es jetzt anders sein? Hey, runter mit dir. Hier findet gerade ein Duell statt. Junge. Wen wollen die hier eigentlich verarschen? Die Typen wurden gerade von Blitzen getroffen. Scheiß auf das Duell! Wie kommt irgendwer auf die Idee, dass die hier weiterspielen? Ihr könnt froh sein, dass sie den Scheiß überlebt haben. Meine Damen und Herren, der Millenniumstab. Jetzt auch mit eingebauter Klinge. Ich meine, der Millenniumstab. Ein komplett normaler Stab, der nichts Besonderes macht. Kaufen Sie jetzt Ihr Exemplar. Und wieso verlässt Marek Odion einfach? Der wurde gerade zum Duell gegen Mai gerufen, aber er steht doch schon bei Odion. Einmal zack und dann kannst du gehen. Das wären wirklich maximal 10 Sekunden. Egal, ob es nun der gute oder böse Marek ist, er trifft in jeder Gestalt weiter dumme Entscheidungen. Als Marek Topf der Gier aktiviert, blenden die Karten so merkwürdig auf die Duel-Disc ein. Scheint keinen Grund zu haben. Aber im Japanischen zeigt sie an, dass Marek 2 Karten ziehen darf. Warum sollte man das rausschneiden? Das ist doch unnötig viel Arbeit. Um die Rettungsleine zu aktivieren, muss Marek seine gesamte Hand abwerfen. Und wenn er keine hat, kann er die Karte auch nicht aktivieren. Und wir können sehen, dass die Rettungsleine die letzte Karte in Mareks Hand war. Und da ich sie vernichte, bleibt meine Erinnerung erhalten. Aber Mai hat doch vorher auch schon ihr eigenes Monster zerstört. Ja, Marek hat es kontrolliert, aber sie hat es selbst zerstört. Trotzdem hat sie da die Erinnerung an Thea verloren. Bevor meine Amazone auf den Friedhof geht, lässt sie mich eine Karte aus deinem Deck ziehen, du Dummerchen. Der Effekt von Amazonische Kettenmeisterin aktiviert sich nur, wenn die Karte durch Kampf zerstört wird. Dann muss man 1500 Lebenspunkte zahlen und man kann sich eine Karte aus der Hand des Gegners nehmen. Nicht einfach aus dem Deck. Mai hat gerade erst den Drachen von Mare geklaut. Doch als sie eine neue Karte zieht, ist das die Karte, die sie in der Hand hat, obwohl die Karte schon in ihrer Hand sein sollte. Mai hat einfach die ganze Zeit selbst eine Version davon im Deck. So eine gute Duellantin. Die Karte des letzten Willens. Ja. Sie erlaubt mir, 5 neue Karten in meinem Blatt zu nehmen, wenn die Angriffspunkte eines meiner Monster reduziert werden. Die Karte des letzten Willens erlaubt einem nur neue Karten zu ziehen, wenn die Angriffspunkte eines Monsters auf 0 gesenkt werden. Diese hier kann ich entbehren und jetzt wollen wir mal sehen, ob ich die Karte gezogen habe, die ich brauche. What the fuck? Das Mädel hat die Karten doch gerade gesehen. Sie weiß doch schon längst, was sie gezogen hat. Ey. Mai hätte dieses Duell eigentlich gewinnen müssen. Sie hat Ra beschworen, aber damit Marek nicht verliert, muss man plötzlich eine Zauberformel aufsagen. Mai hat so viel besser als Marek gespielt. Und ich muss es hier einfach erwähnen. Marek ist ein maximal beschissener Duellant. Ja, ich finde ihn als Bösewicht echt cool, weil er so bedrohlich ist und so. Aber mein Gott, ist der ass. Überleg mal. Der verliert eigentlich jedes Duell. Er hat ganze 3-mal gegen Yugi verloren. Einmal, als er Bennett Keith kontrolliert hat, dann Strings und dann Joey. Und Yugi hat das nur verloren, weil er sich selbst gekillt hat. Eigentlich hat er gegen Marek gewonnen. Und eigentlich hat er auch gegen Mai verloren. Und er besiegt sie auch nur durch irgendwelche beschissenen Ass-Pulls. Das gleiche ist dann auch später bei Joey so. Die beiden haben besser gespielt. Und wenn du schlechter als Joey spielst, musst du echt unter aller Sau sein. Und das Beste ist,
Da endet es nicht mal. Er war ja sogar der Erste, der in diesem Vierer-Duell mit Yugi, Joey und Kaiba verloren hat. Ja, es gibt keinen richtigen Verlierer dort, aber trotzdem war er als Erster raus. Und dann verliert er halt auch am Ende gegen Yugi. Das einzige Duell, was er in der Serie gewinnt, ist gegen Bakura. Und seine andere Seite ist sogar mit dabei. Also verliert einmalig technisch gesehen wieder. Der Typ ist eigentlich mega scheiße. Ist euch klar, dass dieser richtig coole Beschwörungsspruch von Ra nicht existiert? Im Original spricht Marik nämlich auf Altägyptisch und wir wissen gar nicht, was er sagt. Große Bestie am Himmelszelt, höre den Ruf aus der Schattenwelt. Steig aus der Kugel, ich brauche dich schnell. Bring mir den Sieg in diesem Duell. Hey, zieht euch das Der Spruch ist zwar cool, aber es macht schon wesentlich mehr Sinn, wenn das auf Ägyptisch aufsagt. Denn nachdem er es einmal gesagt hat, kann man es sich auch einfach merken und muss die Karte gar nicht mehr lesen. Auch das noch. Diese Karte erlaubt dir, zwei von meinen Karten zu ziehen und sie abzuwerfen. Ins Grab ziehen erlaubt es einem nur eine Karte vom Gegner abzuwerfen, nicht zwei. Wenn Keldo zerstört wird, müsste Kaiba eigentlich die beiden Karten, die er gerade auf den Friedhof gelegt hat, wieder ins Deck mischen. Viruskanone, hervorragend. Ich darf zwar mit keinem Monster angreifen, aber ich kann eine Zauberkarte legen. Das ist eine Fallenkarte, Kaiba. Liegt halt daran, dass im Japanischen fälschlich als Zauberkarte dargestellt wurde. Finsterer Gremlin! Im Verteidigungsmodus! Dann solltest du die Karte vielleicht auch in Verteidigung spielen und nicht im Angriff. Nur so eine Idee. Los, Viruskanone! Radiert 10 Zauberkarten aus ihrem Deck aus! Mit der Viruskanone kann man Monster opfern und genauso viele Zauberkarten aus dem Deck des Gegners in den Friedhof schicken. Und nicht einfach 10 Stück. Um Austausch des Geistes zu aktivieren, damit Ishizu die Karten aus ihrem und Kaibas Friedhof mit denen aus ihren Decks tauschen kann, müssen beide 15 Karten im Friedhof haben. Aber der Sinn ist es ja, dass Kaiba fast keine Karten im Friedhof hat, um weiterzuspielen. Die Taktik funktioniert also nicht. Und jetzt aktiviert Kaiba einfach die Viruskanone aus der Hand, aber wie gesagt, war es in Japan schon eine Zauberkarte. Bei uns ist das trotzdem falsch. Ungültigkeit kann Ishizu gar nicht aktivieren, um die Viruskanone von Kaiba zu annullieren. Das geht nur bei Karten, die einen ziehen lassen und dann werden die Karten auf den Friedhof gelegt. Der Typ chillt doch in irgendeinem Zelt. Wo hat der die Steckdose, den Strom für seinen Fernseher her? Nutzt er das gleiche Prinzip wie bei einer Kartoffel oder was? Verheerendes Erdelement ist keine echte Karte. Wenn Goblin-Zombie zerstört wird, darf Bakura sich eigentlich eine Zombie-Karte mit 1200 oder weniger Verteidigung auf die Hand nehmen. Ich aktiviere die Karte der Unantastbarkeit. Was genau bewirkt deine Zauberkarte? Ganz einfach. Wir müssen so lange ziehen, bis wir beide 6 Karten in der Hand halten. Die Karte der Unantastbarkeit erlaubt es einem nur Karten zu ziehen, bis man maximal 2 in der Hand hat. Und erlaubt es nicht beiden Spielern zu ziehen, bis sie 6 haben. Und dafür muss man auch alle anderen Karten verbannen, die man kontrolliert und in der Hand hat. Jetzt zeigt die Duelist von Marek sogar an, dass er Karten ziehen soll. Ernsthaft, wieso hat man das vorher entfernt? Mehrfache Zerstörung! Und was bewirkt die? Meine Fallenkarte zwingt beide Spieler, ihr Blatt auf dem Friedhof abzulegen und danach jeweils 5 neue Karten aus dem Deck zu ziehen. Also erst einmal werden die Karten in der Hand unter das Deck gelegt und nicht auf den Friedhof. Und des Weiteren müsste Bakura für jede Karte beider Spieler 300 Lebenspunkte verlieren. Nicht nur 100 für jede seiner eigenen Karten. Und beim Effekt des Puppenspielers muss Bakura 2000 Lebenspunkte zahlen, nicht 1000. Aber wären die Effekte wie in echt, hätte Bakura jetzt verloren. Um fair zu bleiben, wurden die aber auch für 8000 Lebenspunkte designt. Trotzdem holt die Karte nur 2 Monster vom Friedhof zurück, nicht 3. Und die Karte holt nur Unterwäldler zurück, aber der Goblin-Zombie ist eine Zombie-Karte. Die Fallenkarte liegt einfach falsch rum auf dem Feld. Die Animateure dachten wohl einfach, dass Marek andersrum steht, weil er Bakura Ra gegeben hat. Und auch freudvoller Untergang, ist keine echte Karte. Die machen in der Serie mit Ra echt, was sie wollen. Mai musste angeblich noch die antiken Schriften aufsagen, um Rat zu beschwören. Und bei Bakura kommt er einfach so. Können die sich mal entscheiden? Erstmal werde ich Ra und meinen Meister der Puppen auf Verteidigungsmodus umschalten. Bakura hat auch Ra gerade erst gerufen. Die Kampfposition kann er erst in der nächsten Runde ändern. Oh mein Gott, Bakura macht das legendäre Joey-Face. Es breitet sich immer weiter aus. Genau wie auf meinen Thumbnails. Yo, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, wie immer, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich auch sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und schaut auch gerne auf meinem Digimon-Kanal vorbei für alle Fehler aus der zweiten Digimon-Staffel. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.